Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzen, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen, kurzen Video. Ich habe sehr wenig Zeit und das ist auch einfach nur so etwas, was mich gerade beschäftigt. Ja. Warum ich das hier heute mache, dieses Video? Einfach deswegen, meine lieben Geschwister, weil ich weiß, dass es so viele Geschwister gibt, die zuschauen bei mir, die selber aber nicht die Bibel lesen. Und ich bitte euch, liest die Bibel. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten, die vor einer Kamera sitzen, irgendwas erzählen, auch nicht von mir. Ja? Wenn ich mir mal überlege, wie viele Christen es im Internet gibt, die sich darauf vorbereiten, die sich darauf konzentrieren, ein Video zu machen gegen andere, was für eine Power und Energie dahinter steckt, was für eine Kraft man darin investiert. Das ist doch nicht normal, das ist doch nicht von Gott. Und das Schlimme ist, diese Menschen verführen die ganzen Christen, die noch so unreif sind, die selber nicht lesen. Meine lieben Geschwister, Jesus ist gekommen auf diese Welt, um Menschen zu erretten. Eins sollte euch klar sein, meine Lieben, der da kommt, um zu spalten, zu vernichten, zu verderben, der wird nicht kommen mit zwei Hörnern auf dem Kopf oder dem Koran unter den Armen. Nein, meine lieben Geschwister, er wird kommen mit einer Bibel unter dem Arm. Er wird auf der Straße predigen können. Er wird an der Kanzel vorne predigen können. Er sitzt neben dir in der Gemeinde und er lässt sich mit Bruder ansprechen, aber bringt ganz Böses mit sich. Und darum sagt der Herr Jesus ja auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Meine Lieben, der da kommt, um zu spalten, zu vernichten, zu verderben, der wird nicht kommen mit zwei Hörnern auf dem Kopf oder dem Koran unter den Armen. Nein, meine lieben Geschwister, er wird kommen mit einer Bibel unter dem Arm. Und er lässt sich mit Bruder ansprechen, aber bringt ganz Böses mit sich. Und darum sagt der Herr Jesus ja auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ob sie auch wirklich von mir kommen oder ob sie von der anderen Seite sind. Schlägst du deinen Mitknecht, schlägst du Jesus. Der Herr Jesus Christus selbst sagt, genau zu diesen Knechten sind seine Worte, dass diese Leute, die anfangen, ihre Mitknechte zu schlagen, ja, was sind denn Mitknechte? Ein weltlicher Mensch ist nicht mein Mitknecht. Ein Bruder ist mein Mitknecht. Und wenn ein Knecht anfängt, seinen Mitknecht zu schlagen, der wird später dort landen, wo das Zähneknirschen und Jammern ist. Und welcher Ort in der Bibel so beschrieben wird, ich denke, das sollte jeder Christ wissen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, es ist noch nicht zu spät. Sage dich jetzt ab von solchen Videos, von solchen Christen in deinem Leben. Verabschiede dich jetzt, heute noch. Lass dich nicht von ihnen in die Irre führen. Gehe den Weg der Liebe, den Weg der Vergebung. Gehe den Weg mit dem Kreuz, wo du dich klein machen musst. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Das ist der Weg, den ein Christ gehen soll. Es gibt nur einen schmalen und es gibt einen breiten Weg. Verlasse die Christen, die Spaltung bringen, die sich selbst groß machen wollen, die stolz sind und voller Hochmut. Sie werden bald fallen. Es ist deine Entscheidung. Willst du mitfallen oder willst du Richtung Kreuz, Richtung Himmelreich? Es ist deine Entscheidung. Welchen Weg willst du gehen?
sage dich los. Was ist der Unterschied zwischen dem Teufel und Gott? Ja, der Teufel kann dich glücklich machen. Er kann dich reich machen. Ja? Er kann dir viel Geld schenken. Er kann dir auch eine Frau geben. Ja? Aber keine Frau, die dich liebt. Er kann dir keine Liebe geben. Weil der Teufel hat keine Liebe. Der Teufel kann auch Wunder tun, ja. Aber er hat keine Liebe. Und genauso ist es auch mit diesen Christen. Sie reden mit ihrem Mund viele, viele Sachen. Aber sie haben keine Liebe. Entscheidet selbst, welcher Weg ist der richtige und welcher ist der falsche. Tja, meine lieben Geschwister, es hat mich einfach beschäftigt. Wollte ich einfach kurz ein paar Takte zu sagen. Okay. Shalom.